Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum jetzigen JFD Live Trading TV hier am Vormittag des 25. März. Grüßt Sie wieder Christian Kämmerer, und wir wollen uns gleich mal dem Markt zuwenden, der hier, speziell eben repräsentiert durch den DAX, sich bislang noch ein Stück weit unentschlossen zeigt. Und wir hatten ja gestern bereits die Annahme getätigt, dass der DAX hier innerhalb einer bullischen Flagge diese Abwärtstrendkanalstruktur, die wir uns jetzt hier mal unter die Lupe nochmals nehmen, verweilt. Und interessanterweise gestern hier tatsächlich punktuell hat es nicht geschafft, hier über 12.025 Punkte aus dem Handel zu gehen. Es war hier vielmehr der punktuelle Abpraller, und dieses Szenario, das wir vielleicht sogar gestern schon rausziehen könnten, hat sich hiermit erübrigt. Der Rücksetzer, der hier als Alternative schon angegeben wurde, fiel obgleich eben nicht so stark aus. Den Fall müssen wir hier entsprechend anpassen. Und das ist natürlich die Situation, die das jetzt hier in einem neuen Bild darstellen lässt. Das heißt, der Abpraller ist erfolgt, okay, aber der Rücksetzer, der daraufhin hier hätte erfolgen können, fiel wiederum nicht so stark aus, wie eigentlich erwartet. Das heißt natürlich unterm Strich, dass wir jetzt die Situation haben, dass der DAX hier erneut in Lauerstellung sich befindet und hier, und das sahen wir eben hier in den Vorstunden, bereits schon wieder versucht hat, diese Abwärtstrendlinie zu attackieren. Je mehr Attacken auf so eine Trendlinie erfolgen und je systematischer, desto hinfälliger könnte diese natürlich auch unter, ja, kurzfristigen Gesichtspunkten werden. Und insofern Obacht geben, was der DAX dann entsprechend hier noch abliefert. Wir haben hier heute in der FTSE-Vektor-Logikbeschau des Morgens auch schon festgestellt, dass der DAX hier tendenziell nach neutraler Eröffnung den Weg einer steigenden Tendenz aufweist. Das lässt sich bislang vermissen. Wir sehen hier eindeutig, dass der DAX nun so recht gar nicht in Fahrt kommt, auch wenn hier die FTSE-Vektorlogik eigentlich einen positiven Verlauf andenkt, aber da hapert es im Augenblick dann doch schon noch ein Stück weit. Der Wochentag selber können wir hier nochmal darstellen. Mit 54% ist im Prinzip der zweitstärkste, der Mittwoch selbst. Also insofern mal gar keine schlechte Rahmenbedingungen, aber es fehlt eben augenblicklich der Drive. Im Sinne der Vorstundenkerze hat sich dies hier mehr oder weniger eben relativiert. Auf was es jetzt zu achten gilt, ist eben hier das spezielle Hoch von gestern. Und natürlich das heutige Tageshoch, aber wenn wir hier es schaffen, über das gestrige Tageshoch bei 12.032 rauszuziehen, wahrscheinlich schon anhand der 5 Minuten, 15 Minuten Kerzen. Wenn wir das schaffen, hier drüben hierüber rauszuziehen, dann hätte der Index in jedem Falle Potenzial, das Resistance Level 1 zu überrennen. Das ist auch hier gleichzeitig das Hoch vom 20. März. Und dann vielmehr hier noch bis zum Resistance Level 2 im Bereich 12.170 Punkte anzusteigen, wenn wir hier oben rausziehen. Stellen das mal exemplarisch dar. Würde dann im Ideal so aussehen. Das Potenzial hätte der DAX in jedem Fall. Andernfalls ist es so, dass, wenn wir neue Tagestiefs generieren, sicherlich neuer Abwärtsdruck aufkommen dürfte, der dann den DAX hier eben nochmals in die Supportzone um 11.850 Punkte zurückführen dürfte. Es ist dann sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass dies passiert, und dann von dort ausgehend stehen die Chancen gut, erneut die Abwärtstrendlinie hier des oberen Trendkanals, also die obere Trendkanallinie des Abwärtstrendkanals, so rum, Kanal schlägt hier Kanal, sozusagen hier dieses Niveau nochmal anzusteuern. Gar keine Frage. Also hier interessant, der erste Ausbruch scheiterte. Jetzt muss es eben langsam passieren, und das wäre hier definitiv der Fall, wenn wir über das Vortageshoch hinausziehen. Geschieht dies nicht, können wir hier noch ein Stück weit seitwärts oszillieren, um dann eben doch nochmal einen tieferen Rücksetzer zu machen. Generell hier aber eine untertönige, unterschwellige, bullische Struktur, die sich hier nicht abstreiten lässt. Schauen wir kurz auf den Tageschart. Da ist das Bild natürlich unverändert im Vergleich zu gestern. Wir sind ja bislang noch ein Stück nüchtern unterwegs, will ich sagen. Also die Range von heute hat hier noch Potenzial. Und Sie sehen hier den Verlauf des Falls. Auf Tagesbasis haben wir den Trendkanal bzw. diese Art bullische Flagge schon verlassen, wenn es denn jetzt dazu kommt, dass wir eben weitere Hochs machen. Und dann, meine lieben Zuschauer, sieht es gut aus, dass wir in Richtung 12.200 plus wieder ansteigen. Die Fuzzy-Logik hat hier kurzfristig ähnliches Potenzial bis 12.100 auf der Uhr. Im Nachgang hier unter technischen Gesichtspunkten wären dann aber auch 12.200 und mehr durchaus möglich. DAX, wie gesagt, sehr, sehr interessant.
keine Frage, ein Stück weit überhitzt, aber die Bullen haben hier alles noch in der Hand. Und wenn sich diese bullische Flagge auflöst, eben mit einem neuen Hoch über dem gestrigen Tageshoch, dann hätte man hier sicherlich gute Chancen, auf einen weiteren Impuls in Richtung Norden zu setzen. Andernfalls Konsolidierung, und das ist ganz klar der Fall, wenn wir hier die heutigen Tagestiefs unterschreiten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen. Heute nur mit der singulären DAX-Beschau. Heute Nachmittag spätestens gegen 16, 16.15 schauen wir uns dann nochmal die US-Indizes an. Davor gibt es dann nochmal das JFD-Devisenradar-Webinar von 15 bis 16 Uhr. Kostenfrei, können Sie sich jederzeit anmelden. Das wäre eine tolle Sache. Da können wir uns dann dort nochmal die einzelnen Währungspaare im Detail anschauen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal Ihnen schon mal vorab eine schöne Mahlzeit wünschen und freue mich, wenn wir uns später wieder hören. In dem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kämmerer.